Ja, hallo liebe Zworradfreunde, ich bin wieder unterwegs mit meinem E-Bike im schönen Mühlbachtal. Ich habe mir gedacht, ich nutze die Gunst der Stunde und nutze das schöne Wetter heute und drehe eine Runde. Ein Video habe ich auch zusammengeschnitten, das folgt gleich. Der eigentliche Grund für das Video, ich habe euch versprochen, euch kurz die Kleidung zu zeigen. Aber zunächst der Helm. Heute ersten Praxistest hinter sich, einwandfrei, passt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Windgeräusche. Also wenn man ein bisschen etwas schneller fährt, fängt es an so ein bisschen zu pfeifen in den Ritzen hier. Aber ist nicht weiter tragisch. Das mit der Kamerahalterung funktioniert auch wunderbar. Werdet ihr ja gleich im Video sehen. Habe ich mit der Helmkamera aufgenommen. Ja, die Kleidung. Und zwar fangen wir von unten nach oben an. Die Schuhe. Was ich noch dazu sagen will, ihr dürft das Video jetzt nicht allzu ernst nehmen, denn ich bin jetzt hier kein Profi-Biker, der jetzt hier die Kleidung vom Feinsten hat mit Schuhe für 200 Euro oder so. Das darf nicht viel kosten, muss halt praktisch sein und funktionieren tut's. Von daher möchte ich es euch nicht vorenthalten. Es sind einfache Laufschuhe, passen halt von der Farbe zum Fahrrad und zum Rest des Outfits. Ja, ist natürlich etwas ungünstig dadurch, weil es halt Laufschuhe sind, haben sie eine recht breite Sohle. Und es gibt halt Schnürsenkel, die stecke ich einfach dann in die Seite, lasse die in den Schuhen verschwinden, dass sie nicht irgendwo verheddern können in den Pedalen. Ja, da werde ich in Zukunft auch Ausschau halten nach was anderem. Jeder empfiehlt mir diese Klickschuhe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich meine, es funktioniert einwandfrei. Fahrradfahren kann man mit jedem Schuh fast. Ja, dann geht's weiter mit dem Rest des Outfits. Hose, ganz normale lange Radlerhose, auch im selben Outfit oder in denselben Farben wie das Fahrrad. Genauso wie hier das Jäckchen, das Trikot. Material ist atmungsaktiv. Alles wunderbar, trägt sich sehr leicht. Gibt es auch bei Amazon für 45 Euro, glaube ich. Link wie immer in der Beschreibung. Ja, Amazon ist so mein, da kaufe ich alles. Ihr werdet es schon gemerkt haben. Man nennt mich auf der Arbeit auch der Amazon-Mann. Ja, so viel zum Thema Kleidung. Handschuhe habe ich gezeigt, Brille habe ich gezeigt. Den Helm kennt ihr auch, die Mütze kennt ihr. Mehr habe ich eigentlich nicht, bis auf hier diese Jacke. Das ist eine einfache, dünne Jacke zum Drüberziehen für etwa 20 Euro bei Kick. Ist halt unauffällig, schwarz, trägt nicht dick auf, erfüllt ihren Zweck. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zum Thema Kleidung. Wie gesagt, nehmt es nicht allzu ernst. Denn für so ein Kleidungsvideo muss man natürlich schon ein bisschen anders aufgestellt sein. Aber gut, wer weiß, was die Zukunft bringt. Wir sehen weiter. Will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich zeige euch jetzt das Video von der Tour heute. Kleiner Zusammenschnitt von den tollsten Stellen, ein paar Fotos drin. Und der Teil vom Mühlbachtal gibt es unten drunter im Link für Komoot, für nachzufahren oder Details anzuschauen, wie ihr möchtet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, bye bye.